Name your game. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil, zum 153.000. Teil 51 Worldwide Games. Und welches Spiel erwartet euch heute? Es ist Mini-Fußball. Mal eher ein Geschicklichkeitsspiel. Wie funktioniert das? Es ist ganz einfach, ihr werdet sehen. Und los! Jo! In den 70er, 80er Jahren hat man solche Dinge gehabt, das weiß ich. Das habe ich mal bei meinem Großvater gesehen. Selber schwache Abwehr. Ist ganz witzig, also man dreht im Prinzip nach links, rechts, vor und zurück und mehr kann man nicht machen. Und es bewegen sich immer alle Spieler mit. Spielen wir Mini-Fußball. So, den ersten Gegner hätten wir hier mit am Start. Ich kann hier in zwei Richtungen schießen. Einmal nach links und nach rechts. Und alle Männlein gehen immer mit. Da bekomme ich mein erstes Tor. Das ist sehr, sehr schlecht. Und gleich kann ich auch ausgleichen. Das ist super. 1:1. Weiter geht's. Anstoß. Jetzt muss hier alles ein bisschen besser werden. Weg damit. Schöne Parade. Alter, asozial. Den Ball nicht nach vor. So, jetzt konnte ich mich befreien. Das war sehr, sehr wichtig. So, 1:1, also unentschieden zur Halbzeit. Weiter geht's. Anstoß. Oh, das wäre gut, das wäre wichtig gewesen, aber nein. Leute, ihr müsst besser verteidigen. Das war die Chance des Lebens. Und er geht rein. Es ist ein 2:1 für die blaue Mannschaft. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir das Ergebnis halten bzw. noch ausbauen. Das wäre natürlich toll. Hier wird bombardiert, aber nichts will rein. Wirklich gar nichts. Das ist meistens dann ein Zeichen, dass man ein Gegentor erhält. So, 2 Sekunden noch zuspielen. Ui. Was nach Spielzeit? Es steht doch nicht unentschieden. Oh, da kann da parieren. Das war gefährlich. Sehr gefährliche Situation. Und es ist vorbei. Ein 2:1 für mich. Das war die CPU normal. Hier ist auch das Sound ganz anders. Wir spielen gleich gegen die CPU schwer. Let's go! Come on! Anstoß! Direkt hier auf den Ball gegangen und ein paar gute Möglichkeiten. Aber der Ball wollte noch nicht drin landen. Torhüter ist auch sehr gut hier. Sehr bewandert, sehr routiniert. Da fliegen die 360er. Gute Chance. Auch vom Gegner mal. Oh, der spielt hier einen Doppelpass. Aber zum Glück geht hier nichts rein. Und jetzt. Oh, an den Pfosten. Torhüter hält. Ist auf der anderen Seite ein paar gute Saves. Der kann natürlich auch was. Und 1:0 kurz vor der Halbzeit. Das ist jetzt sehr, sehr gut. Das muss jetzt gehalten werden. Aber wie? So, 2. Halbzeit geht los. Und der Torhüter hält. Da kommen ein paar gefährliche Bälle. Oh, da hatte ich Glück. Musste hier aufpassen. Oh, schon wieder knapp vorbei. Nein, das ist der Gegentreffer.
Schön gemacht vom Gegner, das muss man ihm lassen. Und jetzt wird es einfach nicht leichter. An den Pfosten. Tor. Jetzt, ja, da war die Chancenverwertung da. Es ist ein 2 zu 1, aber noch relativ viele Minuten zu spielen, beziehungsweise Sekunden. Nein! Gut pariert. Ein hoher Ball nach vor. Jetzt aggressiv, gut gehalten vom Torhüter. Die Verteidigung bringt den Ball nicht weg. Und hier, oh, viele Schüsse, viel gefährliche Schüsse. Und jetzt sind wir in der Nachspielzeit. Wie wird's hier ausgehen? Ein paar Minuten sind's noch auf der Uhr. Oh, knapp vorbei, aber das Spiel wurde mit 2 zu 1, wie schon im vorherigen Game, gewonnen. Und was gibt's denn hier noch? Die CPU brillant? Gleich. Ui. Mal schauen, was die jetzt kann. Kein guter Anstoß. Hier ist schon ein bisschen in Trouble, ehrlich gesagt. Gute Parade. Oh, knapp am Tor vorbei, aber bekommt jetzt das erste Tor nach ein paar Sekunden. Das ist natürlich immer schlecht, wenn man schon zu Beginn zurückliegt. Das muss ich keinem sagen, der sich mit Fußball auskennt. Aber hier direkt der Anschlusstreffer. Sehr schön. Anstoß. Gute Parade. Wieder gute Parade. Oh, eine super starke Torhüterleistung. Dem kann man nur gratulieren. Der macht derzeit Manuel Neuer Konkurrenz. Oh, knapp am Tor vorbei. Schon wieder knapp vorbei. Fast ein Eigentor. Und jetzt. Der war doch drin. Wo ist der Videobeweis? Zur Halbzeit 1 zu 1. Was für ein spannendes Match. So, es wird wieder angestoßen. Direkt nach vorgegeben. Hier im Mittelfeld eingetümmelt. Gute Parade. Der Torhüter muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Guter Schuss, aber leider nicht annähernd aufs Tor. Und was für eine Vorlage. 2 zu 1 für die blaue Mannschaft. Weiter geht's. Jetzt muss der Vorsprung gehalten werden. Und jetzt machen die Druck. Die wollen natürlich noch eins schießen, damit sie hier den Deckel drauf tun können. Aber die andere Mannschaft, die hat sich noch nicht abgeschrieben. Und das ist auch gut so. Das ist richtig und wichtig. Oh, was für ein schönes Tor. Es ist ein 2 zu 2 und jetzt wird es ganz, ganz schwer. Mal gucken, was hier noch geht. Die reguläre Spielzeit ist bald um. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Ein paar gute Schüsse, aber die werden immer super geblockt. Passiert hier nichts mehr. Ein 2 zu 2, ein Unentschieden. Und da muss natürlich nochmal gespielt werden. Okay, die Ausrichtung ist klar. Es wird hier jetzt voll offensiv gespielt von beiden Mannschaften. Knapp am Tor vorbei, das hätte es sein können. Tor! Und 1 zu 0 für die blaue Mannschaft. Da hat sich doch die Aufstellung bisher rentiert. So, weiter geht's. Aber jetzt der Gegenzug. Und wieder Schüsse. Hier wird bombardiert und ein 2 zu 0 für die blaue Mannschaft. Bin jetzt gespannt, ob die blaue Mannschaft hier denkt, okay, wir verteidigen nur. Oder noch ein paar Tore macht. Kopfball aber daneben. Und jetzt. Ah, knapp vorbei. Ist halt auch daneben, das wissen wir. Die Violetten, die haben sich noch nicht abgeschrieben. Gute Parade und jetzt ist der Ball auch drin. Es ist der Anschlusstreffer. Boah, jetzt ist die Devise nicht nachlässig werden. Oh, da wieder ein Sturmlauf.
Aber der Torhüter pariert gut und jetzt könnte hier eine Chance entstehen. Nee, es ist die Halbzeitpause. Die Spieler kommen wieder raus. Es geht munter weiter. Super Torschuss und direkt drinnen nach dem Wiederanpfiff. Gute Vorlage. Blau dreht jetzt richtig auf, aber bekommt jetzt hier auch ein Tor, weil sie natürlich hier voll offen hinten sind, wenn sie so Sturm laufen. Knappe Geschichte. Hier fast ein Konter. Ein wildes Getümmel hier, scheint nichts mehr zu gehen. Ist nur noch eine Mittelfeldpartie und 4:2, was ist das für ein krasses Spiel. Und jetzt würde ich der blauen Mannschaft empfehlen, ein bisschen runterzuschrauben und den Vorsprung einfach nur noch zu verteidigen. Gute Parade, gefährlich. Sehr gefährlich. Die Nachspielzeit läuft. Und hier wird es nochmal gefährlich. Oh, da können sie aber gut abwehren. Ein paar Sekunden noch. Es ist ein Eigentor. So bitter in fast der letzten Sekunde. Aber jetzt muss hier nur noch ein bisschen verteidigt werden. Und dann sieht es gut aus. Gut pariert. Oh. Das war ja spannend. Das ist der Sieg 4:3. Und jetzt kommt die ultimative CPU, die CPU überragend. So, ab geht's. Ab geht die Post. Gute Schusstechnik, sehr schöne Schusstechnik. Müssen jetzt aufpassen, direkt hart losgelegt. Oh, gute Parade des blauen Torhüters. Da geht der Ball ein paar Mal knapp vorbei. Wildes Getümmel, wildes Abwehrgetümmel. Die Abwehr bringt den Ball nicht nach vor. Das ist ja das Wichtige. Das ist so elementar im modernen Fußball. An den Pfosten und ein paar gute Paraden. Müssen die aufpassen. Können die jetzt vielleicht noch ein Tor machen? Oh, das war knapp. Und jetzt steht es 0:0 zur Halbzeit. Mal gucken, ob die blaue Mannschaft hier noch was reißen kann. Auf jeden Fall sah es relativ ausgeglichen aus in der ersten Halbzeit. Und hier, was für eine Mittelfeldschlacht. Keiner kommt wirklich durch. Der Ball bleibt im Mittelfeld hängen. Blau muss jetzt verteidigen. Wunderschöne Parade vom blauen Torhüter. Sehr, sehr gut und skint gemacht. Aber die Abwehr, das ist ein Bollwerk. Ein paar Sekunden noch. Und der Ball ist drin, fast in der letzten Sekunde. 1:0 für Team Blau. Gibt's hier noch eins? Oh, was für Chancen, aber die Auswertung ist katastrophal. Und hier gut gehalten, im Spiel gehalten. Das Spiel ist vorbei, es ist ein 1:0. Ein knapper Sieg gegen die CPU überragend und auch dieses Spiel wurde mit Bravour gemeistert. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst gern Like, ein Kommi und ein Abo da. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao.